Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe die falsche Taste gedrückt, ich wollte dir eigentlich folgen. Und Shift ist die Taste, um langsam zu laufen. Werden wir nun diesem alten, gebrechlichen Herrn ganz alt und gebrechlich und gemächlich und fucking lahmarschig folgen, weil das ist immer cool. Ich bin Nefarius, ich habe alle Zeit der Welt, ich mache heute sowieso nichts anderes mehr. Mein Leben ist ziemlich langweilig. Oh mein Gott, ich bin diesen Schwachsinnigen so eine Minute hinterher gelaufen. Ah, wir haben es fast geschafft. Gleich ist es soweit. Hier kommt Nefarius. So. Und nun geh zur Seite. Geh du auch zur Seite. Ja, guck mal, wie ich zur Seite gehe. Ich stelle mich mitten rein, du Witzer. Fucking, let's go. Ja, was denn nun, ne? Machst du nicht mal was, du blöder Witzer. Die einzigen, die was machen, ist Riord. Okay, jetzt machen wir das. Naja, beschwört mich. Da hinten steint er. Das hat halt so eure Scheiße. Hätte ich nämlich einfach die Stücke nebeneinander legen können und fertig ist. Ich frag ja mal. Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Hoffentlich, weil sonst war das ziemliche Zeitverschwendung. Saturas! Hey! Du Arschloch, gib mir den Ring. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Tja. Aber ist das... Höchst interessant. Nun gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Okay. Und was ist, wenn er Unrecht hat? Ich wusste übrigens nicht, dass ich noch eine Nachricht für ihn dabei habe. Upsi. Ich hatte aber keine Dialogoption dafür, also wirklich. Technisch gesehen müssten wir ja noch nach einer Ablösung gucken, ne? Aber Saturas, der auch so tolle Anführer von dem Haufen, hat ja dementsprechend nichts zu sagen. Müssen wir die anderen dafür anquatschen? Nefarius, hallo? Warte mal. Was nun? Ja, ich weiß, ich muss es dir reinstecken. Das ist ja... Es ist so eine Überraschung. Was ist das eigentlich für eine Steintafel, die ich aufgesammelt habe? Zufälligerweise irgendwas, was ich jetzt schon lesen kann. Einlandkampf, bla bla bla. Lebensenergie, tatsächlich. Es würde sich halt irgendwie echt schon lohnen, die 10 Punkte zu bieten. Ich bin fast von der Level ab. Ich hab fast. Ich muss durchhalten. Ich muss den Stärketrank lernen. Hört auf, ein Erdbeben zu machen. Ich mache hier schon hinter, mein Gott. So, Bub. Bub, Fragezeichen. Wo stecke ich denn rein, lol? Ich weiß nicht, wo man den reinsteckt. Tut mir leid, Jungs. Ich hab das durch die gemacht. Ich kann das hier wenig anvisieren. Muss ich das ausrüsten? Muss der Schwachkopf erstmal dabei sein? Nee. Hallo, Kronleuchter. Kronleuchter kann das auch nicht. Lehre mich die dumme Sprache. Was ist deine Aufgabe hier? Oh, den habe ich noch gar nicht gefunden. Muss ich ihn doch fragen, was jetzt ist? Ach Gott, wer war denn das jetzt von euch? Ihr seht alle gleich aus. Nein, Kronos war es nicht. Ich hab den doch schon mal angequatscht, warum krieg ich denn dafür jetzt nochmal eine Benachrichtigung, dass der Typ mir was verkauft? Was nun? Worauf wartest du? Geh schon und mach uns den Weg frei.
Ich bin auch nicht die Volksbank Raiffeisenbank, Alter. Ich mach doch nicht den Weg frei. Was du bei gut ist. Muss ich den Ring ausrüsten? Ich meine, ist das ein Ausrüstungsgegenstand? Ring der Kraft, Ring des Wassers, Ring der Scheiße. Bla bla bla. Bla 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 bla. Habe ich den überhaupt, den Ring? Dieser Ring öffnet das Portal. Okay, gut. Dann mache ich mal eben das hier. Ne, ich kann ihn nicht ausrüsten. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Wo stecke ich denn den Ring rein, Alter? Hä? Bin ich jetzt echt so blöd, den Ring hier reinzustecken? Ich meine, es sieht da irgendwie nicht so aus, als wäre hier irgendwo eine logische Vorrichtung dafür, ne? Brauche ich jetzt dafür echt auch noch ein Tutorial? Ach, da ist der fucking... Ach, leg mich doch am Arsch. Fick dich doch. Das Stargate öffnet sich. Oder vielleicht ist das auch eine Astralbombe und die hat uns einen Luft. Ui. Da geht's in die Anderswelt. Komm Leute, wir springen rein. Warum liest ihr alle fucking Nachrichten, während ich hier voll was Tolles mache? Kann ich euch nicht Bescheid sagen von denen, hey, guck mal, es ist offen. Ich sehe schon, ich muss als erstes reingehen. Tja, auf ins Stargate. Hui. Oh, ist das hell. Wollte eigentlich voll cool reinjumpen, hab es natürlich nochmal verkackt. Tja. Bonjour. Seid ihr feindlich? Ihr werdet mir zumindest nicht markiert. Something. Gehen wir doch mal zu den netten Herrschaften. Das scheint mir so, als würden sie mir ein Büchlein anbieten. Das kann ich nicht lesen. Tja, oder das will ich nicht lesen. Das ist natürlich auch eine Sache. Kannst du das lesen? Auch nicht. Gut, dann werde ich dieses Ding ab sofort ignorieren. Wenn der da jetzt irgendwas Sinnvolles hat, dann ja, Pech gehabt. Funktionieren die Armbrüste hier nicht. Tschüss. Das ist gar nicht so komisch leuchten, ne? Leuchten. Das ist so einen großen Kopf, als ob ich den Kopf nicht treffe. Tolle Steinwächter. Danke, dass ihr meine Armbrustbolzen nochmal aufhebt. Huch, was ist denn Bolzen runtergefallen? Ja, komm. Hallo Trank, der wahrscheinlich ziemlich nichts bringt. Ja, es war wahrscheinlich ein Geschwindigkeitstrank. Ja, weiß ich nicht. Ein edles Schwert, wie edel von dir. Knochen eines Skelettes, Gletscherquarz, alte Steintafel, silberner Ring. Ja gut, dass die Steintafel mir nicht sagt, was sie ist, weil dann könnte man sie ja wiederfinden, nicht wahr? Achso, das ist nur so eine, die ich weit ausgeben kann. Die Kaste der Krieger hatte den Zorn unseres Gottes darauf beschworen. Rademes, der Nachfolger Quadrons, wurde gebannt, aber seine böse Macht erreichte uns selbst vom Ort seiner Verbannung noch. Wir waren machtlos dagegen. Adonis Zorn hat Jarkin da getroffen. Adonis ist ein kleines Arschloch, würde ich mal sagen. Womit denn? Ja, weiß ich doch nicht. Setz dich doch auf. Was soll ich das denn wissen? Gut, der funktioniert immerhin nicht. Und ihr komischen Wassermärge nicht mal langsam nachkommen? Nein, ich verstehe schon. Ich muss erstmal das Gebiet klären, ne? Ihr Pussys. Scheiß da einfach so ein paar Steinkriegern. Achso, ihr seid schon alle da. Natürlich. Ich hab die Steinkrieger extra für mich da gelassen, ne? Verstehe ich. Nochmal den Trank hier einsammeln. Nein, lag ja auch noch irgendwas rum. Da, Steintafel. Das ist diesmal keine alte Steintafel, das ist irgendeine, die man lesen könnte. Wenn man dann wüsste, welche das ist. Aber es ist wahrscheinlich... Ja. Irgendeine, die ich schon hatte. Naja. Das ist es also. Erstmal speichern. Jach kennt da. Adanos sei Dank. Da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was?
Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Ach ja, mit meiner Arbeit, dankeschön. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Wahrscheinlich, weil Adonis ein Arschloch ist. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Oh, er will irgendwo eindringen. Manchmal ist die Maus ein bisschen kacke. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Das müssen wir wohl. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Vielleicht will er Weltfrieden bringen, ja. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Natürlich, die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Ich finde das gut, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt und zweiter sagt, so, wir setzen unsere fetten Ärsche hier platt und du machst den ganzen Mist. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja, sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Oh, weil ich das auch brauche, du blöder Wichser. Was auch cool ist von den... Oh ja, wir sind schon seit 5000 Jahren, ne? Und du bist einfach nicht aufgekreuzt. Aber wir haben extra nicht für dich die theoretisch gefährlichen Steinwachen umgebracht, damit du was zu tun hast, wenn du wiederkommst, falls du gerade irgendwie, keine Ahnung, tot wiederkommst. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Ja, das war ja auch eine Sache, was sie hier eingeführt haben, quasi Fraktionsrüstung. Ich bin einfach nur aus Langeweile hochgegangen. Ich wusste nicht, dass hier ein Trank ist. Quasi Fraktionsrüstung, die du tragen musst, weil sonst wirst du angegriffen. Weiß ich nicht unbedingt, was ich davon halten soll, aber ja, I guess. Es macht ja irgendwo auch Sinn. Warum bin ich hier noch rumgegangen? Ach, Gold deswegen. Erstmal, wenn er mir nach oben gehen. Ja. Das würde mich ja überraschen, wenn das Thumbnail wird. Anyway. Gehe ich jetzt hier oben weiter? Eigentlich würde ich gerne mit diesen Idioten alle quatschen.
Ach komm. Wir machen erstmal die typische Quatschrunde, bevor wir die typische Erkundungsrunde machen. Hui, ich wünschte, ich könnte Akrobatik. Jemand von euch im Bett? Hallo, Nefarius. Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Das ist nett von dir. Wahrscheinlich, weil mein Spiel so lange geladen hat, habe ich so lange gebraucht. Was hast du bisher hier gemacht? Nichts. Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt. Wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf, dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr, namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht, außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Sehr gemein. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Berge ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Natürlich auch interessant zu wissen, wie wir Elfen hingekommen ist. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Satura sprechen. Da habe ich aber Lust drauf. Er hat da so eine Ahnung. Haben wir nicht gerade mit ihm gequatscht? Die Reise durch das Portal ist sicher? Bisher habe ich keine Bedenken. Bist du denn bisher auch wieder zurückgegangen? Wahrscheinlich nicht, du Schwachkopf. Gut, Meoklinase, das ist immer ein gutes Zeichen. Wer wird unser nächster Quatschsklave sein? Kronos, du Kronmeister? Schön, dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Vielleicht fällt mir das erst jetzt auf, aber hat sich sein Synchronsprecher spontan geändert? Zumindest hört er sich anders an als in Koffing 1. Naja, egal. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Garaus gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Na, zum Glück sind sie ja nicht allzu stark. Lass uns handeln. Also wahrscheinlich sind sie stark, aber... Ne? Taifun, aha. Sieht sehr interessant aus, brauche ich aber nicht wirklich. Danke dafür trotzdem. Ich wollte nicht in mein Inventar... Aha, Runbuch der Feuermagier. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man da nur lernt, wie man die herstellt und nicht, wie man sie benutzt. Weil dafür wären 100 Gold ziemlich popelig. Ich weiß nicht, ob ich die Karte kaufen sollte oder ob ich die dann sowieso irgendwie random bekomme. Ja, Eisblock wäre wahrscheinlich wieder mal ganz cool, das zu kaufen. Aber ich warte mal noch ab, ich habe noch ein bisschen was.
Kann ich dich eigentlich oder bist du unsterblich? Jetzt kannst du was erleben. Du bist unsterblich, natürlich bist du unsterblich. Ich dachte, ich könnte ihm mal einen Haufen schlagen, der würde die Karte klauen. Aber hups. Tut mir natürlich leid, aber sowas muss man nur ausprobieren. Hallo Sakuras. Ach du Scheiße. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Habe ich noch nie von gehört, deswegen habe ich keine emotionale Bindung an ihn. Tut mir leid. Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Ein paar Piraten? Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Ist ja gemein. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Dem Bösen. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Nee. Bisher noch nicht. Ich rate dir nur... Ja, halt mal. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Kannst du mich jetzt... Adanos möge dich schützen. In Magie unterrichten? Ach nein, du bist aber noch ein angepisstes Stück Scheiße. Na gut, da drüben sind noch zwei andere, mit denen man reden könnte. Du bist ja hier wahrscheinlich nur Kronleuchter, oder? Nee, du bist Triordia. Hey, du. Guten Tag. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet. Aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Ha, haben. Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Hm. Kannst du mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Alchemie unterrichten. Ah. Und ich kann dir zeigen, wie du deinem Irrlicht beibringst. Ja, das interessiert mich nicht, aber... Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du? Kannst du eventuell... Ja, okay, Elixier der Geschicklichkeit. Ja, naja. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Alles. Ehrlich gesagt gar nichts. Warte! Blablabla. Gibt es hier eine Karte? Warte, hier war doch gerade eben von wegen Karte. Wow, die Option ist verschwunden. Danke dafür. Da habe ich wohl zu früh nö gesagt. Medarion, dem haben wir ja schon gequatscht, ne? Nee, doch. Wie läuft's? Hör mal, seltsam, findest du nicht? Hm. Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren. Und trotzdem hört man sie surren. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Kannst du lauter sprechen? Ich glaube, die Musik ist lauter als du. Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen.
Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht, wo. Einfach rauf. Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Und wo sind sie? Es hat gerade geliked, ich glaube, es wird gleich anzurechnen. Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Doch. Ich bin ziemlich sicher, dass man sie heute noch dort finden kann. Was treibt diese Teleportersteine an? Ich hätte recht, das die Erbauer waren ein sehr weit fortgeschrittenes Volk. Sie haben sich Eigenschaften der Magie zunutze gemacht, wie wir es noch nie gesehen haben. Ein Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Werde ich irgendwie nur langsam taub oder wird der Typ immer leiser? Ich habe genug gehört. Ich glaube dir nicht. Gib mir einen Fokusstein. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut. Aber pass gut darauf auf, hörst du? Natürlich. Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Ach, der soll sich mal in mir anlegen, der Wichser. Kannst du mir deine magischen Fähigkeiten beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du deine magische Kraft erhöhst. Na, ich will lieber die fucking Level, was auch immer, da unten da, hier, wie heißt denn das? Ich hab's vergessen, aber wenn ich es wieder finde, weiß ich es. Hallo Mix hier. Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Das ist blöd. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Hey, jemand, der Humor hat. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennt Text. Ja. Ja, das machen wir jetzt nicht. Wir warten noch darauf. Nein, die war es nicht. Schon wieder. Fucking, wenn ich deswegen eine falsche Dialogoption eines Tages wähle, ne? Ich raste aus. Alles klar, Medarion haben wir ja, glaube ich, schon gequatscht. Wer bist du? Kronleuchter? Nee, Nefarius. Haben wir, glaube ich, auch schon bequatscht. Gut. Dann haben wir es geschafft. Wir haben hier alle angequasselt. Dann würde ich sagen, ich mache einen kleinen Cut und wir sind das nächste Mal wieder, wenn wir die Insel höchstwahrscheinlich ein bisschen erkunden werden. Jetzt, wo wir ja die obligatorischen Dialoge hinter uns haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.